Hallihallo in einer weiteren Folge meines Podcasts Carola-Krise von der Leichtigkeit des Seins. Ich bin Susi von Burnout Chaos Berlin und heute geht es um eine der gewichtigsten Sachen im Leben. Fundamentale Krisen und warum sie für unser Leben so wichtig und bedeutsam sind. Heute erzähle ich dir davon, wie du das Glück im Moment finden und wie du diese Krise zu einer der wertvollsten und stärksten Erfahrungen deines Lebens machen und diese auch an deine Kinder für ihr weiteres Leben weitergeben kannst. In ein paar Minuten gebe ich dir 5 Fragen an die Hand, die es dir ermöglichen, an den Urgrund deines Lebens zu gelangen und mal wieder den Blickwinkel darauf komplett zu wechseln. Diese Krise als Chance auf ein Gefühl des Aufgehobenseins, als Chance auf mehr Vertrauen ins Leben generell. Ich freue mich drauf. Ich höre und lese momentan ganz viel Ärger und Empörung, wenn es auf die Schließung von Schulen und Kitas und die bundesweite Maskenpflicht kommt. In den wenigen Online-Coachings, die ich mache zurzeit, höre ich immer wieder davon, dass bisher alles surreal, aber irgendwie aushaltbar war. Davon, dass manche nun plötzlich rechts ranfahren und weinen müssen, weil sie einkaufen und von anderen Maskenträgern umgeben waren und gar nicht wissen, warum sie das auf einmal so berührt oder wie sie ihren Kindern erklären sollen, warum die Welt auf einmal so ganz anders aussieht als noch vor wenigen Wochen. Von eingesperrten Kindern ist die Rede. Von überlasteten Eltern und von Schwierigkeiten, den Kids die Krise und ihre Konsequenzen zu erklären. Von der Angst, sie könnten ein Trauma fürs Leben aus dieser Zeit davontragen. Von der Angst, sich oder geliebte Menschen anzustecken. Von der Angst, an Corona zu sterben. Oder von der Angst, die Freiheit für immer zu verlieren. Von der Angst vor Zwangsimpfungen. Corona hinterlässt zurzeit bei vielen ein massives Bedrohungsgefühl unterschiedlichster Art. So unterschiedlich, wie wir momentan Bedrohungen wahrnehmen, also zum Beispiel durch eine eventuelle Impfpflicht oder aber durch Menschen, die keine Masken tragen und demonstrieren gehen und sich nicht an die Abstandsregeln halten. So unterschiedlich wie dieses massive Bedrohungsgefühl, so unterschiedlich wie diese Wahrnehmungen und Ängste unter den Menschen in Deutschland gerade sind, das ist auch das, was uns alle vereint. Egal ob Angst vor der Impfdiktatur oder Angst vor dem Tod durch Corona, weil man zu denen gehört, die übergewichtig sind oder autoimmunerkrankt sind oder so. Die persönliche Freiheit und unser unversehrtes Leben sind die höchsten und wichtigsten Güter, die wir haben. Und das Gefühl, dass eines von beiden bedroht sein könnte, lässt viele von uns momentan kein Auge zukriegen.
Und das ist mir in der heutigen Folge nochmal besonders wichtig zu betonen. Wir alle teilen dieses Gefühl des Ausnahmezustands, der Sorge, der Ohnmacht. Wir teilen dieses Gefühl, egal auf welcher Seite wir stehen. Das hier ist die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn auch nicht in den Ansichten und Argumenten, so sind wir zumindest, was das Gefühl angeht, alle eins. Urteile also nicht so hart über die anderen. Niemand weiß, wo ihm der Kopf steht im Moment. Alle wollen nur, was aus ihrer Sicht das Beste für uns und unser Land ist. Die Corona-Krise ist ein riesen Fuck-up. Und er wird dauern. Und er wird den nächsten großen Fuck-up namens Wirtschaftskrise nach sich ziehen. Wir als Einzelperson, als Familie, als Volk brauchen einen langen Atem. Wir brauchen uns. Trotz aller Meinungsdifferenzen und Uneinsichtigkeit der anderen. Lasst uns gut zueinander sein und Nachsicht walten lassen. Denn auch in der Corona-Krise hat jeder das Recht auf seinen persönlichen Erkenntnismoment, wann auch immer der kommen möge. Bevor ich zu den vier Fragen komme, die es dir ermöglichen sollen, an den Urgrund deiner Widerstandsfähigkeit in dieser Krise zu gelangen und mal wieder den Blickwinkel zu wechseln, möchte ich noch kurz darauf eingehen und dir ein Bild zeichnen, welches du auch, sofern du Kinder hast, gerne mit ihnen teilen kannst. Hier kommt also eine kindgerechte Geschichte über das Geheimnis des Ozeans aller Dinge für Kinder und solche, die es noch werden wollen. Dieses Bild von einem Ozean aller Dinge ist mehrere tausend Jahre alt. Es kommt aus einer Zeit, in der die Menschen noch keine Handys und kein Internet hatten. Und weil es alles das noch nicht gab, ja, nicht einmal langweilige Zeitungen in Schwarz-Weiß, hatten die Menschen viel mehr Zeit für ihre Fantasie. Sie konnten sich tolle Sachen ausdenken und miteinander teilen und sie gemeinsam noch weiter erforschen. Bestimmt hast du schon mal Urlaub im Ausland gemacht. Irgendwo, wo ihr ganz schön lange hinfahren oder hinfliegen musstet. Wir haben ja so schnelle Autos und Flugzeuge und Züge heutzutage. Und trotzdem ist es fast unmöglich, an jeden Ort der Erde damit zu fahren, weil sie so groß ist und weil es so viel zu sehen und zu entdecken gibt auf ihr, dass man ein ganzes Leben damit verbringen könnte. Oder zwei oder drei. Du hast also selbst schon gesehen und erfahren, wie groß und weit und voll von Wundern und Fragen und manchmal auch Sorgen unsere Welt ist. Es gibt unzählige schöne und auch ein paar nicht so schöne Dinge auf ihr. Und weil das auch vor tausenden Jahren schon so war und die Möglichkeiten aber viel weniger, alles zu bereisen, zu sehen, mit allen Menschen, die es auf der Erde gibt, zu reden und so weiter, weil man damals wie heute ja auch noch andere, vernünftige Dinge tun musste, wie zum Beispiel kochen, arbeiten oder in die Schule gehen, sein Zimmer aufräumen, schlafen und vieles mehr, fragten sich die Menschen vor langer Zeit also, wie man am besten herausfinden könnte, womit man seine Zeit verbringen soll. Wie man die ganze Welt ein bisschen sortieren kann, um so viel Glücklichkeit und Freude
und so wenig Unglücklichkeit wie nur möglich in jedem neuen Tag zu finden. Jedenfalls ist es als Erwachsene auch gut, einen Überblick zu haben über die Welt. Bei dieser riesigen Auswahl und all den Dingen, mit denen man ja sowieso schon beschäftigt ist und die ja auch immer mehr werden, je erwachsener man wird. Wie soll das also gehen bei dieser unendlichen Welt, die man ja nicht mal mit dem Auto komplett abfahren kann? Und vor allem, wie soll das denn gehen in Zeiten, die schwieriger sind als andere, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise? Wie sollen die Menschen Glücklichkeit finden, wenn es so viel zu tun gibt und wenn so viel Traurigkeit und Veränderungen sind überall, wenn wir alle ganz viele von den schönen Sachen, an die wir uns ja auch gewöhnt haben, als wären sie ganz selbstverständlich, auf einmal nicht mehr machen können? Auch vor vielen tausend Jahren gab es schon so schwierige Zeiten. Weil Krieg war zum Beispiel, oder weil ansteckende Krankheiten die Menschen heimsuchten, so wie bei uns gerade auch. Wie soll man die Glücklichkeit finden, wenn man sich so viele Sorgen machen muss? Fragten sich die Menschen damals schon. Und sie begannen, sich ein Bild vorzustellen. Sie fanden, dass die Welt so groß ist und es so viele Dinge und Menschen und Glück und Sorgen in ihr gab, dass sie beschlossen, die Welt wäre wie ein riesiger Ozean. Ein Ozean, in dem alles schwimmt, was es gibt. Also auch du und ich natürlich, denn uns gibt es ja auch. Sie sagten, in diesem Ozean können wir alles finden. In ihm schwimmen Wintertage, an denen wir Schlitten fahren können, und Sommertage, an denen wir zum Baden an den See können. Aber auch Stürme und Gewitter, vor denen man sich echt fürchten kann manchmal. Die Schule, den Kindergarten und Hunde, die niedlich und kuschelig sind, und andere Hunde, die bellen und beißen. Alles können wir hier finden. Auch Omas, die uns Süßigkeiten zustecken und uns liebevoll in den Arm nehmen. Und gemeine alte Frauen, die immer aus dem Fenster schimpfen, dass Kinder nicht so laut spielen dürfen. Wir finden Rennautos und Segelschiffe und Pferdekutschen und Sonnenaufgänge und den Duft des Flieders darin. Und Rutschen und Schaukeln und Freunde und Kirchen und Krankheiten und Windmühlen und schlechtes Wetter und volle und leere Teller. Jetzt waren die Menschen sehr zufrieden, denn sie konnten nicht alles in der Welt gleichzeitig sehen und ausprobieren, aber immerhin hatten sie jetzt etwas gefunden, in das alles, was es gibt, reinpasste. Eben den Ozean aller Dinge. Und sie stellten wieder fest, dieser Ozean aller Dinge ist viel zu groß für uns. Es gibt so viele Dinge darin, die uns glücklich und traurig machen, dass wir sie gar nicht alle auf einmal machen und sehen und riechen und schmecken und ausprobieren können. Denn manche von ihnen schwimmen ganz weit weg von uns, sodass wir sie nicht mehr richtig sehen können. Menschen zum Beispiel, die auf anderen Kontinenten wohnen und denen man nicht mal winken kann. Sie sagten, da, wo wir selber gerade sind in diesem Ozean, oder besser, da, wo wir gerade rumschwimmen in diesem Ozean, also zu Hause bei unseren Eltern und Nachbarn zum Beispiel, sehen wir immer nur das, was auch gerade genau da ist, an dieser einen Stelle, auf der wir gerade schwimmen.
Unsere Geschwister zum Beispiel. Oder den Kirschbaum vom Fenster. Oder die böse alte Frau von gegenüber, die immer rummeckert. Den Spielplatz hinterm Haus, der abgesperrt ist und den wir nicht benutzen dürfen. Die Menschen, die hier vorbeilaufen und Masken tragen und dabei etwas gruselig aussehen. Und heute, weil die meisten von uns Erwachsenen immer noch auf die wenigen Dinge starren, die genau vor ihnen schwimmen, wissen wir oft gar nicht mehr, wie riesig groß und unendlich und voll von Überraschungen und Glücklichkeit und auch Neuem der Ozean aller Dinge eigentlich doch ist. Und dass alles, was hier schwimmt und was uns vielleicht ärgert, auch wieder vorbeischwimmen wird. Und dass auch wir eigentlich schwimmen können und gar nicht immer nur auf diese Sachen gucken müssen, die jetzt vielleicht gerade ganz nah vor uns schwimmen. Und genau deswegen, weil viele von uns das Bild vom großen Ozean aller Dinge, in dem man ja eigentlich immer alles finden kann, wenn man nur seinen Blick und seinen Fokus darauf legt, vergessen haben, schwimmen viele Menschen gerade auf der Stelle und schauen nur ihre Ängste an, die um sie rumschwimmen und fürchten zu ertrinken. Wie gesagt, das Geheimnis des Ozeans aller Dinge ist, dass wir uns unser Leben lang, egal wie steinig und hart es phasenweise sein mag, aussuchen dürfen, was wir lange ansehen und was wir lieber vorbeischwimmen lassen wollen. Und mehr noch, wir können bewusst darin fischen, nach dem, was uns erleichtert, was uns glücklich macht, was uns ein bisschen zufriedener sein lässt. Und auch wenn es oft im Leben das Beste ist, sich die Dinge genauer anzuschauen und hin und her zu drehen, um sie zu verstehen, so sind Pausen, in denen wir aufatmen und uns ausruhen können von all den Erkenntnissen, Fragen und Ängsten, das Allerwichtigste, wenn es um das Bestehen einer so umfangreichen Krise wie der jetzigen geht. Alles ist immer da. Aber den Zeitpunkt, wann und womit wir uns beschäftigen, können wir oft selbst wählen. Denn nichts steht fest und alles fließt. Gutes wie Schlechtes, Ängste wie Zuversicht und Freude. Und hier kommen meine 5 Fragen, die dir oder die euch helfen werden, bewusster zu entscheiden, was ihr vorbeiziehen lassen könnt im Moment, um Ruhe und Stabilität in Tosen der Wellen zu finden. 5 Fragen, die euch in eurer Entwicklung in dieser Krise boosten werden. 5 Fragen, die ihr in allen Lebenskrisen anwenden könnt. 5 Fragen, mit denen ihr jetzt schon sehen könnt, dass ihr stärker aus dieser Krise hervorgehen werdet, als ihr jemals dachtet. Erstens. Finde Neues, statt nur dem hinterherzuschauen, was im Moment von dir wegtreibt. Fokussiere dich darauf. Erforsche es. Lerne es oder gar dich selbst und andere neu kennen. Was hast du Neues entdeckt in dieser Krise? Was möchtest du in den kommenden Tagen oder in ferner Zukunft ausprobieren, ändern, entdecken, worauf du so vielleicht nie gekommen wärst oder wofür dir bisher im normalen Alltagstrott die Zeit gefehlt hat? Worüber staunst du? Ich zum Beispiel fahre neuerdings überall mit dem Fahrrad hin und bin total erstaunt, dass ich das fitnessmäßig so hinbekomme. Und auch über die Tatsache, dass mir das mega gut tut
und dass ich all die Jahre vorher nie darauf gekommen bin. Ich habe angefangen, Gemüse auf meinem Balkon zu pflanzen und probiere mich darin gerade aus. Ich habe wieder angefangen, täglich ein bisschen Ballett-Workout zu machen, um Körper und Geist zusammenzubringen, aber auch um, meine Körperhaltung ein bisschen eleganter werden zu lassen. Ich habe meinen Großeltern mein Tablet geschickt und ihnen eine Software für Videotelefonie darauf installiert. Wir wohnen relativ weit auseinander und all die Jahre bin ich auch darauf nie gekommen. Und das hat die Qualität unserer Verbindung und unserer Gespräche ungemein verbessert und verändert. Und dafür bin ich mega dankbar. Frage Nummer 2. Organisiere dir den Input, den du brauchst. Du findest alles im Ozean aller Dinge. Du musst nicht Corona-Nachrichten lesen, über Maßnahmen streiten mit anderen und ewig in Einkaufsstraßen abhängen, wo durch die Masken auch Corona und die Krise permanent sichtbar vorhanden sind. Lege deinen Fokus stattdessen auf das, was du gerne sehen und hören möchtest, was sich gut anfühlt, was dich und deine Sinne entspannt. Egal was es ist, eine Nachtwanderung machen, Enten füttern, in den Schrebergarten fahren, in dem du von Corona auch mal gar nichts mitkriegst, weil dort der Frühling Einzug gehalten hat, wie in jedem anderen Frühjahr auch. Was möchtest du sehen, hören, riechen, schmecken? Fokussier dich darauf. Dass du diese Zeiten überstehen musst und wirst, ist gar keine Frage. Wie du sie überstehst, schon. Ich zum Beispiel habe angefangen, jeden Tag zum Sonnenuntergang einen kleinen Abendspaziergang zu machen, der mir hilft, den Tag abzuschließen. Und das auf einer grünen Fläche, wo mir so gut wie nie irgendjemand mit einer Maske entgegenkommt oder ja, wo ich halt einfach Leute sehe, die genau wie ich den Sonnenuntergang genießen und wo mein Unterbewusstsein auch sehen kann, dass in unserer Zeit, in dieser Welt, in dieser Krise es immer noch jeden Tag kleine Lücken gibt, in denen ich Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den Sonnenuntergang, genießen kann. Und in denen ich eben auch nicht alleine bin, mit dem Genießen von diesen wunderschönen Kleinigkeiten. Also Frage Nummer 2, welchen Input brauche ich und wie kann ich mir den jeden Tag ein bisschen beschaffen, damit mein Geist auch mal abrücken kann von der Corona-Krise und sich eine kleine Pause gönnen darf. Drittens. Erweitere dein oder euer Sichtfeld auf das, was bleibt. Nimm dir Zeit für dich mit deinem Partner, deinem Kind und fragt euch nicht nur, was euch für diese Zeit in dieser Krise genommen wurde, sondern was euch erhalten geblieben ist. Fokussiert euch nicht darauf, was verloren ging, sondern auf das, was immer noch da ist, trotz der Krise. Frag dich oder fragt euch, was blieb unverändert? Wo finde ich mein Gefühl von Normalität, wenn ich es brauche, in diesem Ozean aller Dinge? Welcher Ort, welche Fernsehsendung, welches Tagesritual habe ich immer noch, als wäre nichts gewesen? Das Gefühl von Beständigkeit, auch in der Krise, ist ein super wichtiges Gefühl. In meinem Fall zum Beispiel ist es der Podcast, den ich ganz normal weitergemacht habe, wo sich zwar der Inhalt ein bisschen geändert hat seit Corona,
weil es mehr um die Bewältigung der aktuellen Situation geht und nicht mehr so allgemein um Burnout. Aber die Routine, diesen Podcast zu produzieren, ist die gleiche geblieben. Der Rhythmus ist der gleiche geblieben. Oder das Yoga, was ich jeden Morgen so 15, 20 Minuten mache, ist das gleiche geblieben. Und das ist eben das, was es manchmal auch braucht. Das Bewusstsein, dass es immer noch Kleinigkeiten gibt, die von Corona und den völlig neuen Umständen und dieser Unsicherheit und so weiter nicht hinweggefegt wurden. Und damit komme ich auch schon zur Frage Nummer 4. Diese Krise hat dir nämlich nicht nur Übles gebracht, sondern dich auch gegossen wie ein Pflänzchen. Denn sie hat dich gezwungen, alte Wege zu verlassen und neue einzuschlagen. Und neue Wege einzuschlagen. Das, was vom Corona-Sturm unzerrüttet stehen blieb in deinem Leben, ist vermutlich auch das, was dir in dieser und allen Krisen, durch die dich dein Leben noch schicken wird, die solide Basis, dein Fels in der Brandung, auf den du dich immer verlassen kannst, sein wird. Frag dich, auf was in deinem Leben das zutrifft. Es gibt mit Sicherheit etwas oder gar mehreres, von dem du gar nicht wusstest, wie stabil und kraftspendend und haltgebend es tatsächlich ist. Jetzt bist du dir bewusst darüber und vielleicht auch dankbar dafür. Oder du hast einiges erkannt, was dir vielleicht sogar fehlt und weißt jetzt, wonach du suchen musst in Zukunft. Dieses Wissen über dich und dein Leben in der Krise macht dich standhafter, egal was noch alles kommen mag. Denn du hast gelernt, den Fokus auf deine Stärke und deine stabilisierenden Lebensressourcen zu legen. Du hast mehr Bewusstsein über diese Dinge in deinem Leben gewonnen und wirst dich bis zum Ende deines Lebens in jeder weiteren Krise viel schneller dahin zurückfinden und dich stärken und mit ihnen stützen lassen können, wenn du das brauchst. Überleg mal, hättest du gedacht, dass du so viel aushalten und dich so schnell an ein neues Leben anpassen könntest, was sich quasi täglich ja auch ändert, bevor Corona kam? Wusstest du, dass du so viel innere Stärke und Durchhaltevermögen wie in den letzten Wochen und Monaten aufbringen kannst? Also, Corona hat dich schlauer gemacht und hat dir bis hierhin schon eine Menge Gutes über dich selber gezeigt. Also, such nicht nur nach der Katastrophe, sondern frag dich auch, was hat in deinem Leben dem Corona-Sturm getrotzt und sich als Ruhepol oder vielleicht sogar als Kraftquelle auch für die Zukunft entpuppt? Worauf kannst du stolz sein? Was hast du gelernt, gemeistert, mitgenommen fürs Leben aus den letzten Tagen und Wochen? Und hier kommt auch schon die fünfte und letzte Frage. Try and error. Frag dich, jetzt, in dieser außergewöhnlichen Zeit, muss ich wirklich alles so tun, wie ich es immer tue? Oder kann ich es mir vielleicht auch erlauben, den Leistungsdruck aus dem Homeoffice etwas rauszunehmen? Oder den Druck aus dem Homeschooling? Weil Krisenzeiten vielleicht auch hier andere Zeiten sind. Müssen ich und mein Kind wirklich die gleiche Leistung bringen wie vor der Corona-Krise? Ganz ehrlich? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Das hier ist der größte Fuck-up seit dem Zweiten Weltkrieg.
Es fallen keine Bomben und die Stille ist trügerisch. Ich verstehe die wirtschaftlichen Ängste, die so viele gerade haben. Und dennoch, bedenke bitte, dass in Krisenzeiten die meiste Energie für den Umgang und das Durchleben der Krise gebraucht wird. Dein Körper und dein Geist sind smart und sie sind vorbereitet für solche Sachen und sie machen das schon. Sie haben den eingebauten Krisenverarbeitungsmechanismus, der automatisch anläuft und alles verarbeitet und dir hilft, hier gut durchzukommen, wenn du ihn lässt. Bedenke bitte auch, dass deine Kinder jetzt die einmalige Gelegenheit haben, bereits in so jungen Jahren die Erfahrung zu machen, dass man Krisen im Leben meistern und überstehen kann und dass sie von dir lernen, wie man das am besten tut. Seine Leistungsansprüche beizubehalten, krampfhaft zu versuchen, die gleiche Leistung in der Arbeit oder der Schule zu bringen, am besten noch als Arbeitnehmer und Lehrer im Homeoffice, wird euch nicht gestärkt, sondern traumatisiert fürs Leben aus der Krise hervorgehen lassen. Bedenke weiterhin, alle stecken in der wirtschaftlichen Krise. Das ganze Land, die ganze Welt. Deine Chancen, sich irgendwann mit allen anderen wieder einzupendeln, stehen wirklich gut. Und selbst wenn es kritisch wird, was wählst du? Psychisch gesund mit deiner Familie aus dieser Krise rauszukommen und dir vielleicht wirtschaftlich wieder was aufbauen oder gar neu aufbauen zu müssen? Oder hier wirtschaftlich mit Ach und Krach durchzukommen, aber dafür noch über Jahre nach der Krise das alles psychologisch aufarbeiten zu müssen, weil du die Energie in der Krise dafür nicht genutzt hast. Also, kann ich den Leistungsdruck etwas rausnehmen? Und was kann ich wieder tun oder weiterhin tun, wenn ich es an die neuen bzw. aktuellen Maßnahmen anpasse? Denn das gilt nicht nur für deine Energie und die deines Kindes in der Krise, sondern auch für die Aktivitäten, die ihr so tut. Wenn ihr zum Beispiel immer Kinogänger gewesen seid und euch das total fehlt, endlich mal wieder ins Kino gehen zu können, dann schaut nach, ob ihr zum Beispiel Freiluftkinos jetzt im Sommer oder Autokinos besuchen könnt. Oder ob ihr euch mit dem erforderlichen Abstand mit euren Kollegen abends zum Feierabendbier in den Park setzen könnt, statt zum Beispiel in die Bar. Oder ob ihr weiterhin mit Oma und Opa sonntags Kaffee trinken könnt, wenn ihr das über die Videotelefonie organisiert bekommt. Wir als Gesellschaft, als Land, als Welt testen und probieren gerade aus, was wir wieder oder was wir anders machen können, um uns vorerst einen Alltag zurückzuformen. Indem wir Masken tragen und Schulkonzepte entwickeln zum Beispiel. Und genau diese Art von Ideen, von Brainstorming, kannst du auch für dein Leben, deinen Alltag, deine Wünsche im Kleinen sammeln und ausprobieren. Und genau wie für die Schüler, Schulen, Betriebe gilt auch für dich. Du darfst runterfahren in der Leistung, bis du einen lebbaren Alltag geformt hast. Lege den Fokus auf das, was du ermöglichen kannst und nicht auf das, wo dir für den Moment die Hände gebunden sind. Ich fokussiere mich auf das, was mir gut tut und was mir hilft, durch die Krise zu kommen. Ich lasse alles, was mich belastet und was ich ohnehin nicht ändern kann im Moment, vorbeischwimmen. Hallo Susi.
Anfang diesen Jahres habe ich angefangen, deinen Podcast zu hören und bin nun schon up to date mit den Folgen. In deiner letzten Folge hast du dazu aufgerufen, über Positives zu schreiben. Ich mag vorwegnehmen, dass ich nur für mich schreibe und weiß, dass es viele Menschen gibt, für die die aktuelle Situation alles andere als rosig ist. Ich muss keine existenziellen Ängste aushalten und das ist sicherlich ein großer Vorteil, den nicht alle Menschen haben. Kurz bevor Corona kam, hatte ich mich gerade entschieden, meinen aktuellen Job auf jeden Fall zu verlassen. Mir ging es wirklich schlecht damit. Und eine erste Bewerbung, die ich schrieb, verhallte bis heute dann im Nirvana, weil wohl, wie überall, das Bewerbungsverfahren nun stillsteht. Kurz bevor ich die Bewerbung abgeschickt habe, habe ich mir eine Karte gekauft mit einem Zitat von Kästner. Nur wer an Wunder glaubt, wird auch welche erleben. Ich habe jeden Tag versucht, an das Wunder zu glauben, das mich aus meiner schrecklichen Lebenssituation rausholt. Heute, wenn ich an dieser Karte vorbeilaufe, fühle ich mich ganz komisch. Komisch, weil ich das, was gerade passiert, keinesfalls als Wunder beschreiben und erleben kann oder will. Und trotzdem hat es eben jene Magie inne, von der ich sagen muss, mir geht es gerade so gut wie seit fast 2 Jahren nicht mehr. Ich bin so ausgeglichen. Körperliche Beschwerden sind wie weggeblasen. Ich kann wieder schlafen. Ich arbeite genau das Gleiche wie immer, nur jetzt tatsächlich 100% im Homeoffice und mit echter, freier Zeiteinteilung. Und ich erlebe nochmal hautnah, wie richtig mein Gefühl immer war. Es sind die Umstände auf meiner Arbeit, die krank machen. Nun habe ich Zeit, regelmäßig zu essen, ohne Stress in dieser Regelmäßigkeit. Es stört mich auch nicht, nebenbei Homeschooling zu machen. Ich fühle mich einfach so energiegeladen und glücklich. Ich habe Zeit zum Yoga machen morgens, bevor alle wach sind, oder abends, wenn die Kinder fernschauen. Ich kann in aller Ruhe alles abarbeiten, was sich hier so angesammelt hat. Ich habe sogar Zeit, die Wäsche koordiniert zu waschen und aufzuhängen, jetzt, wo mein Trockner vor dem Wochenende kaputt gegangen ist. Aber ich habe auch Ängste. Meine größte Angst ist, dass alles wieder so wird wie früher. Denn eigentlich will ich das Leben, das ich vor dieser Krise hatte, nie mehr leben. Und ich beschäftige mich wirklich viel damit, wie mir das gelingen wird. Und ich weiß, ich will, dass es gelingt. Und es wird gelingen, ganz egal, wie die Umstände nach Corona wirklich sein werden. Ich habe keine Angst vor dem, was dann kommt und vor Veränderungen, aber Angst vor Rückentwicklung. Das kann ich so sagen, weil meine Gedanken in erster Linie bei mir sind und nicht davon bestimmt werden, wie Corona uns ausrotten wird. Und ich lese und höre trotz allem jeden Tag mehrfach Nachrichten, scanne die Zahlen und so weiter. Ich fand es übrigens total schön, was du darüber sagtest, wie Kinder die Krise wahrnehmen und gegebenenfalls auch später erinnern. Denn genau so sehe und erlebe ich das auch. Natürlich wird es unsere Kinder prägen, aber doch nicht nur zum Schlechten. Es kann doch auch was viel Besseres daraus entstehen. Wer weiß das schon? Der Angst davor, was sowas mit einem macht, darf man gar nicht so viel Macht zusprechen. Und außerdem, es macht doch nicht nur Schlechtes mit uns. Ich weiß, dass es nicht jedem so geht.
und dass viele leiden, auch unter dem Kontaktverbot, welches mir persönlich nicht so viel ausmacht. Mir geht es gerade richtig gut, einfach so, ohne dass ich etwas dafür tun musste. Und da du dazu aufgerufen hast, Positives zu schreiben, dachte ich, ich schreib dir mal. Auch wenn ich bisher leider die Erfahrung gemacht habe, dass man momentan sehr aufpassen muss, wo man sowas äußert. Aber vielleicht geht es ja viel mehr Menschen so, als man annehmen mag. Liebe Grüße, Anna. Liebe Susi, da wir uns momentan in den Live-Coachings nicht sehen können, ich aber weiterhin deinen super tollen Podcast höre, dachte ich mir, ich melde mich kurz schriftlich zu Wort. Du hast nach den positiven Aspekten der Corona-Krise gefragt. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nur kurz Folgendes sagen. Ich habe Zeit mit meinem Sohn geschenkt bekommen. Ich freue mich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. Mach weiter so. Fühl dich gedrückt. Deine Johanna. Vielen Dank, ihr lieben Mädels, für eure Zuschriften. Ich hoffe, dass auch du dich darin ein bisschen wiederfinden konntest oder zumindest Inspiration gefunden hast, mit dieser Krise umzugehen. Mein Wunsch nach dieser Folge für heute ist folgender. Bitte teile diese und alle sonstigen Corona-Folgen, also im Prinzip meinen Podcast, mit denen, von denen du denkst, dass er ihnen nutzen würde. Mit denen, die vielleicht genau wie du und wie wirklich, wirklich viele Menschen momentan ein bisschen durchgeschüttelt sind und ein bisschen strugglen mit der Situation. Damit wir alle an Corona wachsen können, statt daran zu zerbrechen. Und damit wir alle unsere Energie so füttern können, dass wir noch einen langen Atem haben, den wir wahrscheinlich auch brauchen werden, mit Blick auf die Wirtschaftskrise und alles, was wahrscheinlich noch so kommt. Ja, also wie gesagt, teilen, 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 damit würdest du mich super glücklich machen. Ansonsten schreib mir gerne, was du aus dieser Krise mitgenommen und gelernt hast. Was sind deine unkaputtbaren Grundpfeiler in deinem Leben? Was ist neu für dich und was ist wunderbar? Alle Links, um mich schnell und einfach zu kontaktieren, findest du im Beschreibungstext dieser Episode. Vielen Dank dir fürs Zuhören und bis übernächste Woche, wenn die letzte Folge Burnout von der Leichtigkeit des Seins vor der großen Sommerpause erscheint. Halt die Ohren steif. Danke fürs Teilen dieser Folge. Bis übernächste Woche. Deine Susi.